الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين أما بعد Liebe Geschwister im Islam, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns von den großen Sünden gewarnt. Und heute wollte ich mich und euch erinnern an einige Sünden, die aus der Zunge kommen, wo man aber nicht darauf achtet, obwohl sie zu den großen Sünden gehören. Und das Verwunderliche ist, der Muslim ist von Anfang an eingestellt, dass er sich hütet von großen Sünden. So siehst du ihn, der starke Gläubige oder der Muslim im Allgemeinen, siehst du ihn, dass er die großen Sünden vermeidet. Die bekanntesten großen Sünden wie Unzucht oder Alkohol trinken oder Zinsen nehmen. All diese großen Sünden fallen bei vielen leicht, die zu vermeiden. Aber auf der anderen Seite siehst du ihn, wenn er spricht, wenn er unter Leute ist, wenn er seine Zunge bewegt, siehst du, dass von ihm große Sünden kommen. Von seiner Zunge, wo er gleichzeitig anderen großen Sünden vermeidet und sagt, A'udhu Billah, und verpönt und verachtet, wer das macht und verabscheut die Sünde. Aber bei seiner Zunge findest du einige großen Sünden, worauf er nicht darauf achtet. Deswegen wollte ich mich und euch erinnern an einige großen Sünden, die mit der Zunge betätigt werden, wo der Muslim auch darauf achten sollte, wo der Muslim seine Zunge korrigieren sollte und reinigen sollte von den großen Sünden, die betätigt werden mit der Zunge. Zum einen die falsche Aussage und die falsche Bezeugnis. Die falsche Zeugnis. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ. Also meidet die Anbetung oder die neben Allah jemand zu stellen. Diese Götzendienerei, meidet das. Und meidet die falschen Aussagen. Die gelogenen Aussagen. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, soll ich euch nicht die größten Sünden, die allergrößten großen Sünden erzählen. Das heißt, von den großen Sünden gibt es noch sogar große oder größere Sünden. Das heißt, die größten Großsünden. Das heißt, dass es nicht etwas Einfaches ist. Sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nachdem er das dreimal wiederholt hat, sagt er, jemanden Allah beizugesehen. Und seine Eltern ungehörig sein. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich eigentlich gelehnt, als er angefangen hat mit dem Gespräch. Dann hat er sich gerichtet. Das heißt, hat er sozusagen gezeigt, wie ernsthaft das ist. Bei dem Dritten sagt er die falsche Aussage, die falsche Bezeugnis, die falsche Bezeugung. Das ist sozusagen, wenn man in ein Gericht geht oder ein Zeugnis gibt, womit man dann ein Recht von einem anderen wegnimmt. Und das passiert leider sehr oft unter den Menschen, unter den Muslimen, dass jemand weiß, dass es gelogen ist, aber um einen weltlichen Vorteil zu bekommen, um einige Gelder zu nehmen oder Erbe wegzunehmen, oder sonstiges, gibt er ein falsches Zeugnis ab, womit er dann ein Recht von den anderen wegnimmt. Da sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er sich am Leben war, hat er sich hingerichtet und hat er gesagt, die falsche Zeugnis, die falsche Aussage.
und hat das so oft wiederholt, bis die Sahaba gesagt haben, hätte er nur geschwiegen. Sie hätten sich gewünscht, nur zu schweigen, so oft er das wiederholt hat. Und das zeigt, dass es eine große Sünde ist. Nicht nur eine große Sünde, das gehört zu den größten Großsünden, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam berichtet hat. Und eine weitere Großsünde, die leider, worauf man auch nicht Acht gibt, ist, die unschuldigen Frauen mit Unzucht zu bezeichnen. Dass man über eine Frau sagt, die hat Unzucht gemacht, obwohl sie zu den Gläubigen gehört, zu den Keuschen gehört, zu denen man nicht weiß, irgendwas, was Schlechtes über sie. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, vermeidet die Vernichter, die sieben Vernichter, sieben Mubiqat, ay al-Mubiqat, vermeidet diese großen sieben Sünden. Und dann erwähnte er von diesen großen Sünden die Frauen, die keusch sind, mit der Unzucht zu bezeichnen. Und das ist heutzutage leicht auf der Zunge von vielen Leuten. Dass sie über eine Frau und über ihr Ruf und über ihre Ehre sprechen. Wal-iyadu billah. Und das weist auf Fehlen von Gottes Furcht, wenn man sowas sagt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wahrlich diejenigen, die Frauen, die keusch sind, und sozusagen wissen nicht über das, was man sagt, Bescheid, und gläubig sind, diejenigen, die sie mit der Sünde bezeichnen, mit Unzucht bezeichnen, die sind verflucht im Diesseits und Jenseits. Und sie bekommen eine harte Strafe. Achte auf deine Zunge, wenn du über irgendeine Person redest. Das gehört zu den großen Sünden. Das gehört zu das, was ein Fluch hervorbringt. Auch zu den Großsünden, die mit der Zunge betätigt werden, ist, dass man sozusagen so redet, als ob man was Besonderes ist. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, die verabscheulichsten Menschen bei Allah und die am weitesten von mir sind diejenigen, die viel labern und die sozusagen angeberisch reden, um seine Redegewandtheit zu zeigen und die Kibbel haben. Wenn sie reden, reden sie mit Kibbel, mit Hochmut. Und das gehört auch zu den großen Sünden. Dass man redet, als ob man sich zeigen will, dass er der Beste ist. Dass man redet, wo man auf die anderen verachtet. Wo man redet, man will seine Redegewandtheit nur zeigen. Es geht nicht um den Inhalt, es geht um die Redegewandtheit, die man hat, dass man sich da von dieser Seite nur zeigen will. Und das machen einige leider. Sie geben an mit ihrer Art und Weise, wie sie reden. Wenn du die hörst, dann siehst du, wie sie sich erheben gegenüber den anderen. Und auch zu den Eigenschaften, dass sie nicht auf ihre Rede achten, was der Inhalt ist. Hauptsache verschönern. Hauptsache schmücken die Wörter. Hauptsache die Herzen zu sich gewinnen, egal ob der Inhalt wahr oder unwahr ist. Hauptsache im Mittelpunkt stehen. Und so gehört das auch zu ihren Eigenschaften, dass sie sehr viel reden. Obwohl, wenn man sehr viel redet, dann achtet man nicht mehr auf das, was von seinem Mund kommt.
Deswegen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi gibt uns den Gegenmittel für sowas. Diese Gegenmittel fängt der Prophet Muhammad mit der Aussage an, wer an Allah glaubt. Und an den letzten Tag, dann soll er Gutes sagen oder schreiben. Man sollte seine Wörter filtern und dann überlegen, was hat das für einen Sinn, dass ich dieses Wort oder dieses Wort sage. Was bringt das? Wie bringe ich das rüber? Wie vermeide ich, dass ich überheblich rede? Wie bringe ich das mit einfachen Sätzen, damit ich nicht mich über den einen oder den anderen zeige? Und wenn das Unwahrheit beinhaltet, dann lasse ich das. Er soll Gutes sagen oder schweigen, sagt uns der Prophet. Im Gegenteil, derjenige, den Allah verabscheut, der redet viel, labert, der filtert nicht, der will seine Redegewandtheit zeigen. Deswegen gehört er zu den verabscheulichsten Menschen bei Allah, zu den weitesten Menschen, die vom Propheten Muhammad sein werden, ja, auch zu den großen Sünden, die mit der Zunge betätigt werden, ist die schlechten Wörter, die aus dem Munde kommen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wahrlich, Allah verabscheut denjenigen, der eine schlechte Zunge hat, der schlechte Wörter redet, und ihre Wörter, schlechte Wörter, der Schimpfungen auf seine Zunge hat. Und das ist leider heutzutage bei vielen immer auf der Zunge. Sogar die Kleinen wachsen auf mit Schimpfwörtern. Und dass sie jede 2 oder 3 Minuten irgendwie ein Schimpfwort aus ihrem Mund rausbringen. Ekelhafte Wörter. Wörter, die normalerweise man sich schämen sollte, das zu sagen. Heutzutage werden solche Wörter manchmal auch in der Moschee gesagt. Passiert irgendwas, hat man sich nicht unter Kontrolle, kommen schon Schimpfwörter aus dem Mund raus. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam warnt von sowas, dass man schlecht redet, schlechte Zunge hat, dass man schimpft, dass man die anderen verletzt mit seiner Zunge. Sogar sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die schlimmsten Menschen, die eine schlimmste Position haben, bei Allah, Yawm al-Qiyamah, sind diejenigen, die Leute lassen sie wegen ihr Übel. Das heißt, wenn jemand dich vermeidet, will mit dir nichts zu tun haben, wegen dein Übel, in einer anderen Überlieferung, wegen seiner schlechtes Reden, der schlechte Zunge, dann ist das sozusagen eine Warnung an dich. Wie viele Leute heute, wenn man nur aus dem Weg geht, man hat Angst, mit ihnen ein Gespräch zu machen, dann kommt alles, was in seinem Herzen von Krankheiten raus, mit Schimpfwörtern oder mit falschen Wörtern oder mit verletzenden Wörtern, er kann nicht einen Freund gewinnen. Solche Sorte von Menschen gehören zu den schlechtesten, die eine Position bei Allah haben. Deswegen, saubert eure Zunge. Vermeidet die schlechten Wörter. Im Gegenteil, gedenkt an die Aussage Allah, sag dem Menschen Gutes. Gutes, dass du ihm etwas Gutes vom Koran unterbringst. Gutes, dass du ihn auf gute Art und Weise ansprichst. Gutes, dass du seinen Herzen gewinnst. Dass du ihn
sozusagen milde Wörter sagst, dass du ihn nicht beschimpfst, dass du ihn nicht verletzt. So sollte die Zunge des Muslims sein. Der Muslim, wie der Prophet gesagt hat, das heißt der wahre Muslim, der korrekte Muslim, der Muslim ist derjenige, von dem die anderen verschont bleiben, von seiner Zunge und von seinem Körper. So sollte der Muslim sein. Und auch zu den großen Sünden, die mit der Zunge betätigt werden, gehört auch das Lügen. Und allein schon zwei große Sünden, die ich eben erwähnt habe, gehören zur Kategorie von Lügen. Zum Beispiel die falsche Aussage, falsche Bezeugnis, das ist eine Lüge. Oder eine Frau zu beschuldigen, dass sie Unzucht macht, das ist eine Lüge. Und auch das Lügen allgemein. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gibt uns als Signal oder als Zeichen von dem Munafiq, also ein Zeichen von dem Munafiq, von dem Heuchler, hat drei Zeichen, die der Prophet Muhammad erwähnt hat. Wenn er redet, dann lügt er. Wenn er verspricht, dann hält er sein Versprechen nicht. Wenn er etwas anvertraut wird, dann hält er dieses Anvertraute nicht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt über das Lügen: Wahrlich, das Lügen führt zum Frevel. Das Frevel führt zum Höllenfeuer. Und der Diener bleibt in seiner Lüge und sucht die Lüge, bis er bei Allah als Lügner beschrieben wird. Daraus sagen Gelehrte, aus diesem Hadith sagen manche Gelehrte, wie gefährlich das Lügen ist. Dass wenn man sich das angewohnt hat, zu lügen, und sich das zum Weg gemacht hat, zu lügen, dass er dann bei Allah als Lügner abgestempelt wird, dass er dann kein gutes Ende mehr hat. Wenn er schon abgestempelt wird, bei Allah als Lügner, das heißt, dass er kein gutes Ende trifft. Möge Allah uns bewahren, möge Allah unsere Zungen mit Wahrheit immer sprechen lassen. Und das Lügen hat mehrere Arten. Eine der gefährlichsten Arten von Lügen ist, dass man über Allah zum Teil lügt. Allah zum Teil sagt: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Wen gibt es ungerechter als derjenige, der über Allah die Lüge spricht? Dass man ihn einen Sohn unterstellt, dass man ihm über etwas von Aqidah Falsches sagt. Wie auch unter den Muslimen, Leute, die falsche Aqidah haben und sagen, dass Allah Ta'ala darf man nicht die Eigenschaften zuschreiben und sagt man nicht, dass er hört und sagt man nicht, dass er sieht und sagt man nicht, dass Allah eine Hand hat und dass Allah Ta'ala kein Gesicht hat. Das ist alles Lügen über Allah Ta'ala. Das stimmt. Das sind deutliche Sachen, die im Koran sehen. Er ist der Allhörende, Allwissende, hat Hände, hat Gesicht. Allah erwähnt all das im Koran. Wie kann jemand kommen und über Allah lügen und verneinen, was Allah von sich gesprochen hat? Auch eine der gefährlichen Arten von Lügen, über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu lügen. Und heute hat das verschiedene Formen. Eine der Formen, worauf viele nicht achten. Und sie könnten zu den Lügnern gehören. Wenn dir irgendwo, sei es bei WhatsApp oder bei Facebook oder bei irgendeiner von diesen Social Media, wenn dir etwas über den Propheten kommt, der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das und das gesagt oder das und das gemacht, dann kommst du, filterst du nicht, guckst du nicht, weißt du nicht nach Quellen, weißt du nicht, wer das gesagt hat. Das kann vielleicht ein Feind von Islam sein, der irgendwas über den Prophet verbreiten will. Hauptsache, dass er die Aqida und den Glauben der Muslime verdirbt. Und dann kommst du naiv. Leitest du das weiter? Manchmal guckst du einfach nach Gefühl. Schmeckt dir das? Gefällt dir das?
ist das was Schönes über Propheten? Leitest du weiter? Halt! Der Prophet, was soll sein sein? Wer über mich lügt, beabsichtigt, der soll seinen Platz im Höllenfeuer reservieren. Manchmal reserviert man sein Höllenfeuer Platz durch einfach Weiterleiten. Wer sagt dir, du darfst weiterleiten, bevor du weißt, ob das vom Propheten kommt oder nicht? Wenn man das über dich macht, egal ob das Gutes oder Schlechtes ist, was du nicht gesagt hast, dann wirst du wütend, dass jemand über dich was sagt, was du nicht gesagt hast. Und einer, der den höchsten Status im Islam hat, von den Menschen, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der seine Aussagen Religion ist, womit man Allah dient, denkst du das einfach so, dass du sagst, der Prophet hat gesagt? Deswegen das Lügen des Propheten, ist eine der gefährlichsten Sünden. Deswegen sollte man immer filtern. Gucken, was die Gelehrten gesagt haben. Ob diese authentisch ist oder nicht. Weißt du nicht, fragst du. Oder im Zweifelsfall lässt du sein. Weißt du nicht, ob das vom Propheten kommt oder nicht. Aber nicht einfach so weiterleiten. Deswegen fragen wir Allah, dass er uns die korrekte Zunge gibt. Das gehört zu Gottes Furcht. Dass wir genauso wie wir die Unzucht vermeiden und Alkohol trinken vermeiden und das Unterlassen vom Gebet vermeiden, sollten wir auch die gefährlichen Sachen, die mit der Zunge passieren, auch vermeiden. Und eins zuletzt wollte ich sagen, eine der großen Sünden, die mit der Zunge betätigt werden, ist Al-Riba und Al-Namima. Al-Riba, dass du über deinen Bruder lästerst. Wenn er nicht da ist, dass du über ihn redest. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Vergleich gezogen. Liebt das jemand, dass er sein Bruder, sein Fleisch von seinem Bruder tot ist, auf ist? Das verabscheut jeder. So ist das, wenn du deinen Bruder erwähnst. Mit etwas, jetzt sage ich nicht, dass es Lüge ist, mit etwas, was wahr ist. Riba bedeutet, du sagst etwas, was wahr ist. Das gibt es bei deinem Bruder, wirklich. Aber es ist eine Macke, die der Bruder nicht will, dass das bekannt wird. Da kommst du und redest über ihn. Hier geht es nicht mehr um Lügen oder Wahrheit sagen. Hier geht es um ein Recht von deinem Bruder zu verletzen, dass du etwas erwähnst von ihm, was er verabscheut. Was er nicht den anderen Leuten hören lassen. Das ist eine große Sünde. Und genauso eine der großen Sünden ist heutzutage, was auch verbreitet ist. Manchmal ist es unter Moscheen verbreitet. Unter Brüdern. An-Namima. Diejenigen, die von hier hören und das, was der hier gesagt hat, zu den anderen rüberbringen, und sagen, hast du gehört, was der über dich gesagt hat? Damit sie die Fitna stiften. Damit sie die Brüderlichkeit vernichten. Damit Hass verbreitet wird. Der Prophet Muhammad ist an einem Grab von zwei Leuten vorbeigegangen und hat gesehen und hat gehört, wie sie gefoltert werden und sagte zu seinen Sahaba, zu seinen Gefährten, die werden bestraft im Grab. Für eine Sache, die nicht so groß ist. Was bedeutet, die nicht so groß ist? Eine der Interpretationen ist, diese Leute haben das für nicht große Sache gesehen. Ach, was ist da? Ich amüsiere mich. Ich erreiche etwas. Machen Spaß. Die haben sich nicht dabei gedacht, dass es was Großes ist. Da sagt der Prophet direkt danach, oh doch, das ist was Großes. Was den einen angeht, der hat unter den Menschen Namima gemacht. Das
Das heißt, der hat von hier gehört, an dem weitergegeben, so dass die Leute auseinandergehen. Der arbeitet daran, dass Leute auseinandergehen. Und heutzutage gibt es Leute, die diese schlechte Eigenschaft haben. Sie fühlen sich befriedigt, wenn Leute auseinandergehen. Verheiratet, Partner, Freunde, Klicken, Gruppen, Moscheen. Sie arbeiten daran, dass sie verderben. Dass keiner sich gegenseitig liebt. Leider. Das sind Leute, die, wo der Prophet Muhammad berichtet hat, dass sie in dem Grab bestraft werden. Eine große Strafe. Deswegen möge Allah unsere Zunge bewahren von den großen Sünden. Möge Allah uns die Gottesfurcht geben mit der Zunge, dass wir immer die Wahrheit sagen und auch gerecht bleiben bei Urteilen, dass wir nicht übertreiben und dass wir nichts Falsches sagen, dass wir immer ehrlich sind und dass wir unsere Zunge bewahren von alles, was nicht Sinn hat und was Sünde ist, vor allem die großen Sünden. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورحمة الله.